Anhell. Seine Zellen sind magnetisch geladen. Es setzt magnetische Impulse frei, um mit Artgenossen zu kommunizieren. Gesehen und gedacht habe ich schon. Ja, ne? Kann passieren. Und hi, Undead. Ich muss ja noch hier einstöpseln, damit hier Sounds kommen und so. Nicht, dass ich das noch vergesse. So. Das ist übrigens das Schöne, wenn man alle Pokémon in Home besitzt. Man kann die einfach rüberladen, die natürlich rüberladbar sind. Und dann kann man einfach nur den Pokédex nochmal so richtig schön gemütlich lesen. Und hi Shinobi. Ein silbernes Metagross, du meinst ein Shiny? Ich hab ein Shiny, aber das habe ich selbst mal gemacht. Willst du mir also sagen, dass man ein Shiny Tunnel bekommen kann in diesem Spiel? Geschenkt? Hast du mir da wieder was vorweggenommen? Weil du sagtest, das müsstest du ja dann auch haben. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Hätte ja sein können, so wie das, so wie andere. Manchmal bekommt man wirklich in Spielen einfach ein Shiny geschenkt. Und damit meine ich jetzt nicht das Shiny, hier. Ja, genau, das Shiny Lucario, das hat man ja mit der Verteilung bekommen. Ja, Shinobi, da hatte ich Glück. Andere Sachen hatte ich nicht bekommen können, weil die am 21. abgelaufen sind. Und ich bin am 22. oder eher gesagt am 23. zu meiner Schwester erst hingekommen, um meine Switch wieder zu bekommen. Es hat mich aufgeregt. Ich habe jetzt zum Beispiel Dialga und Palkia verpasst. Macht nichts, ich habe die Pokémon eh, aber trotzdem. Einer mehr oder weniger. Ich nehme immer gerne alles mit. Es liebt Mineralien und die Magnetfelder erzeugen, weshalb es Nasknit mit einem Tempo von 100 km/h hinterherjagt. Was? Warum? Also, dass das Metang so schnell ist, ja, okay. Aber ist Nasknet so schnell? Und warum jagt er eben mit 100 km/h hinterher? Mit seinen vier Beinkrallen und dem massigen Körper drückt es seinen Beute zu Boden und zerkaut sie dann mit seinen Zähnen am Bauch. Ja, die beiden habe ich schon. Die gab es schon mal. Die gab es vor dem ersten DLC. Deswegen kann ich die nicht nochmal fangen. Ah ja, ich habe die schon. Aber haltet euch mit anderen Informationen zurück. Ich muss diese Warnung noch aussprechen. Ich bin mit dem DLC noch am Anfang, ne? Alles, was man noch fangen kann an Legendären und so, haltet euch zurück. Sag ich nur vorher. Nicht, dass ihr denkt, ich lese jetzt den Pokédex, weil ich vielleicht durch bin und die Pokémon, die noch rübergetauscht habe, dann lese. Nee, nee, nee.
Yay, der Stachelball. Myriador. Es ist ungestüm und brutal. Die Spitzen seiner Giftstacheln sind gezackt, wodurch sie sich nach einem Stich nur schwer entfernen lassen. Sandama. Vor Urzeiten lebte es in der Wüste. Mit Hilfe seiner scharfen Krallen erklimmt es Eisberge ohne abzurutschen. Ich muss jetzt sagen, ich liebe Vulnona in ihrer Schneeform. So, das müssen neue Pokémon sein. Das Ding kenne ich nicht. Und das habe ich auch. Oder habe ich das schon mal gesehen? Nichts verraten oder so, ne? Ich meine, das ist ja noch. Das ist noch ein Apfel! Da guckt ein Wurm aus einem Apfel raus. Und wenn ich recht habe, seid ihr trotzdem ruhig. Und bestätigt das nicht, ja? Aber das erkenne ich doch. Warum? Ah, egal. Ich find's schon raus, wie ich da rankomme. Ich glaube, die Pokédex-Einträge haben wir noch gar nicht gelesen. Obwohl da schon ein paar freigeschaltet waren. Von Geburt an trägt es einen Samen auf seinen Rücken. Wächst es, so wächst auch der Samen. Nimmt es Nährstoffe zu sich, wächst die Knospe auf seinem Rücken. Blüht diese auf, verströmt sie einen angenehmen Duft. Isaflor, es breitet seine großen Blütenblätter aus, um im Sonnenlicht zu baden und seinen Körper mit Energie zu füllen. Glumanda, es ist gesund, strahlt die Flamme an seiner Schwanzspitze leuchtend hell und erlischt selbst dann nicht, wenn sie ein wenig nass wird. Glutexo hat ein hitziges Gemüt und sucht ständig nach Gegnern. Es beruhigt sich nur, wenn es gewinnt. Glurak, mit seinen Flügeln fliegt es hoch empor, die Temperatur seiner Flammen steigt mit der Kampferfahrung. Shiggy, sein Panzer ist bei Geburt weich, er wird jedoch sofort so elastisch, dass kleinere Stöße von ihm abprallen. Shillock, dieses Pokémon lauert oft im Wasser auf Beute. Beim schnellen Schwimmen hält es mit seinen Ohren das Gleichgewicht. Turtok, diese mächtige Pokémon, hat Wasserdüsen in seinem Panzer und nutzt sie, um sich mit der Wucht einer Rakete auf seine Gegner zu stürzen. Endivier, mit seinem aromatischen Blatt, ist es in der Lage, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit seiner Umgebung zu messen. Loblatt, der Duft der Blätter um seinen Hals setzt bei jedem, der ihn riecht, neue Energien frei. Megani. Seinem Atem wohnt eine Kraft inne, durch die es abgestorbene Pflanzen und Blumen mit einem Hauch zu neuem Leben erwecken kann. Feurigel. Die Flammen auf seinen Rücken lodern am stärksten, wenn es zornig ist, dadurch schüchtert er es seine Feinde ein. Warum lacht ihr wieder? Egelava. Das Fell dieses Pokémon ist nicht entflammbar. Feuerangriffe jeglicher Art machen ihm nichts aus. Tornupto. Wenn sein Zorn das Maximum erreicht, wird es so heiß, dass alles, was es berührt, augenblicklich in Flammen aufgeht. Von dem gibt es sogar eine neue Form. Aber ich glaube nicht, dass es die hier gibt. Man kann es aber rübertauschen. Also aus Home zum Beispiel. Eine Hisui-Form war es, ne? Dokkanimani, dieser kleine Rabauke, beißt alles, was sich vor ihm bewegt. Man sollte ihm nie den Rücken zudrehen. Tirakrok, zum Angriff reißt es seinen großen Kiefer auf,
verliert es beim Zubeißen Zähne, wachsen die einer nach dem anderen wieder nach. Impergator. Ja, das ist ein Shiny Impergator. Ich habe ein Shiny Impergator. Dafür getauscht, also aus Home geholt. Das wäre auch vielleicht eine Tauschmöglichkeit. Wäre bestimmt auch beliebt. Trotz seines massigen Körpers kann es mit den kräftigen Hinterbeinen auch an Land sehr schnell laufen. Gekabor. Es kann selbst Wände blitzschnell emporklettern. Mit seinem Schwanz misst es die Luftfeuchtigkeit, um das Wetter des nächsten Tages vorherzusagen. Es verfügt über eine erstaunliche Sprungkraft und bewegt sich auf hohen Bäumen mit Leichtigkeit von Ast zu Ast fort. Gewalbro. Die Blätter an seinen Armen sind so scharf wie Schwerter. Es hüpft mühelos von Ast zu Ast und stürzt sich dann auf seine Feinde. Flamli trägt einen Flammsack in seinem Bauch. Daher fühlt es sich so warm wie eine Wärmflasche an, wenn man es im Arm hält. Oh, ihr Knuddeln. Jungblut. Ich muss sagen, Flamli niedlich, Logok mega cool, aber das da ist mega hässlich. Jungblut. Im Kampf lodert das Feuer in seinem Körper auf. Seine Tritte besitzen eine außergewöhnliche Zerstörungskraft. Sogar japanisch. Ui, was? Logok, es kann über 30-stöckige Häuser springen. Warum sollte es das tun? Ach ja, weil es das kann. Seine feurigen Schläge lassen seine Gegner in Flammen aufgehen. Hydrobi. Wenn es seinen großen Schwanzflosse einsetzt, kann es im Wasser schnell beschleunigen. Es ist überraschend stark für seine geringe Größe. Morabel. Auf instabilem, schlammigen Untergrund kann es sein wahres Potenzial entfalten. Feststeckende Gegner überwältigt es im Handumdrehen. Sumpex, seine Arme sind steinhart. Mit nur einem Schlag kann es Gegner zu Boden strecken. Es baut sein Nest an pittoresken Stränden. Schellas. Es badet im Sonnenlicht und betreibt dabei mit dem ganzen Körper Photosynthese. Sein Panzer besteht aus hartem Lehm. Schelkerei. Es weiß, wo es reinstes Quellwasser finden kann. Pokémon, mit denen es sich angefreundet hat, trägt es auf seinem Rücken dorthin. Schelterer. Manche Pokémon werden auf dem Rücken eines Schelterer geboren und verbringen ihr ganzes Leben dort. Schelterer sieht auf dem Bild irgendwie gar nicht so groß aus. Ne? Hat auch nur eine Größe von 2 Metern. Und ich habe noch nie ein Pokémon darauf gesehen. So, Banflam. An seinem Hinterteil verbrennt es Gase, die im Bauch produziert werden. Also furzt es die ganze Zeit. Und zündet es an. Jedes Panflammen schlecht, leuchtet seine Flamme weniger hell. Das heißt, er furzt weniger. Je intensiver das Blau seiner Gesichtszeichnung und je größer das Feuer an seinem Schweif, desto höher ist sein Rang in der Gruppe. Panferno. Es nutzt einzigartige Kampftechniken, bei denen es seine Hände und Füße in Flammen hüllt und stellt sich damit jedem Gegner. Plinfa hasst es, wenn man sich um es kümmert. Es ist schwer,
Vertrauen zu ihm aufzubauen, da es den Befehlen seines Trainers nicht gehorcht. Plinfa. Wie ist nochmal die Trainerin mit dem Plinfa? Also, da sah es nicht so aus, als wollte Plinfa das nicht. Plibrin. Jedes Plibrin geht davon aus, dass es das Wichtigste ist. Daher können sie keine Gruppen bilden. Impoleon. Es vermeidet unnötige Kämpfe, ist jedoch die Sicherheit seiner Gruppe in Gefahr, zeigt es sich unerbitterlich. Serpifoi, wir sind bald am Ende. Schließt sich nicht gern zu Gruppen zusammen. Statt seiner kurzen Arme nutzt es im Alltag seine Ranken, die es geschickt kontrollieren kann. Aber cool, dass man hier jetzt jeden Starter fangen kann, ne? Ephoserp, sein übermäßiger Stolz ist sein einziger Makel. Es braucht Zeit, bis es mit anderen Pokémon zusammenarbeiten kann. Serpiroyal. Dank seines würdevollen Aussehens und seines stechenden Blicks, der andere erstarren lässt, nennt man es auch den Herrscher des Waldes. Lucina. Ich muss unbedingt die Seriennummer schauen. Aber ich wurde ja schon vom Ende gespoilert. Dieser gierige Nimmersatt spürt Nahrung mit seinem ausgezeichneten Geruchssinn auf und röstet diese, bevor er sie verspeist. Verkugel. Es hat die Kraft, jedem noch so starken Gegner entgegenzutreten, um seine Freunde zu schützen. Doch gegen seinen leeren Magen ist es machtlos. Flambirex. Je größer die Gefahr, desto mehr Spaß scheint es zu haben. Die Flammen an seinem Hals lodern dann auf, wenn und es wird stärker sowie schneller. Otaro, angeblich fing es an, seine Muschel mit Steinen aus Flüssen in Stand zu halten, nachdem es sah, wie Menschen Wettsteine nutzen. Zwotronin, es ist fleißig und diszipliniert. Durch regelmäßiges sowie hingebungsvolles Training hat es sich die Handhabung seiner Muscheln zu eigen gemacht. Atmurai. Es ist ein strenger Anführer. Wer die Regeln der Gruppe nicht befolgt, wird erbarmungslos niedergeschlagen. Begibt ein Atmurai, wenn es um seine Ehre wiederherzustellen, Seppuku? Sorry, ja. Berechtigte Frage. Igamaro. Wenn es viele Beeren frisst, wird die Baumrinde, die seinen Kopf und Körper bedeckt, dadurch robuster. Igastamisch. Selbst ein starker Zusammenprall macht ihm nichts aus, da es schmerzunempfindlich ist. Es kann mit nur einem Stoß Fahrzeuganhänger wegschleudern. Warum? Warum? Was haben die Fahrzeuganhänger hier getan? Rigaron. Dieses friedliche Pokémon geht Streit aus dem Weg, doch wenn es sein muss, schlägt es Gegner mit seinen stacheligen Fäusten nieder. Finks. Zweige sind ein Snack für Finks. Wenn es auf einen herumkaut, fasst es den Mut, sich starken Gegnern entgegenzustellen. Rutena. Es entzündet seinen Zweig beim Herausziehen aus dem Schweif und nutzt diese Flamme, um mächtige Attacken zu befeuern. Phenexis. Es kontrolliert Flammen mit Hilfe von Telekinese und hüllt Gegner in 3000 Grad Celsius heiße Wirbel aus Feuer, die sie zu Asche verbrennen. 3000 Grad Celsius!
Rip. Egal was, alles tot. So, es nutzt seine herausragende Sprungkraft, um elastische Blasen über den Köpfen seiner Gegner abzuwerfen und diese so zum Narren zu halten. Amphizoro. Mit den Finger- und Zehenspitzen kann es sich an Wände heften und so selbst hohe Gebäude und in Windeseile emporklettern. Was, Juju? Taijutsu, aus dem Schleim, der aus seinen Oberschenkeln dringt, formt es Wurfsterne, die selbst Stahldraht mit Leichtigkeit durchtrennen können. Bautz. An engen, dunklen Orten fühlt es sich wohl. Manchmal schlüpft es in die Jacke oder den Beutel des Trainers und nutzt dieses als Nest. Arboretos. Es wirft Flügelklingen, genannt messerscharfe Federn nach Feind und Beute. Dabei erreicht es eine nahezu hundertprozentige Trefferquote. Silvaro. Es legt seine Federpfeiler an, um sie auf Gegner zu schießen. Muss ein Schuss sitzen, zieht es zur Fokussierung an den Ranken an seinem Hals. Flammiau. Es speit Feuer, indem es die Haare verbrennt, die sich bei der Fellpflege in seinem Bauch anhäufen. Die Flammen variieren je nach Art des Speiens. Mizunda. Zutrauliche Mizunda schmiegen sich zwar an ihren Trainer an, da sie aber stark und ihre Krallen scharf sind, erleidet dieser überall Kratzwunden. Fuego. Nach einer Reihe heftiger Schläge und Tritte schießt es Feuer aus seinem Bauchnabel, um dem Gegner den Garaus zu machen. Robal. Oder Robball. Dank seines täglichen Trainings gelingt es ihm, mit seiner Nase immer größere Blasen zu erzeugen. Marikek. Was zur Hölle ist das hässlich? Das Wohlergehen seiner Freunde ist ihm sehr wichtig. Wenn sein Trainer schlechte Laune hat, versucht es ihn mit einem Tänzchen aufzuheitern. Primarene. Der Anblick, wenn es in mondhellen Nächten singt und seine Kolonie anführt, ist magisch. Es wird auch Primadonna genannt. Schimpep. Wenn es mit seinen Schlägel auf allerhand Dinge eintrommelt, lässt es sich immer mehr mitreißen. Und sein Rhythmus wird immer schwungvoller. Schimpsticks. Verliert es sich in seinem wilden Beat, so kann es vorkommen, dass es die Befehle seines Trainers nicht mehr wahrnimmt. Gortrum. Wenn ein Gortrum den Anführer einer Gruppe herausfordert, entbrennt ein Trommelwettkampf. Der Gewinner führt ab dann die Gruppe an. Hoplo! Die Ballen an seinen Läufen werden aufgrund der Feuerenergie, die sich dort sammelt, sehr heiß und können Gegnern großen Schaden zufügen. Kickerlo. Vielfältige Trittattacken sind sein ganzer Stolz. Aber ein Stoß mit seiner Stirn, die durch sein Feuer erhitzt wurde, hat es ebenfalls in sich. Libalo. Es erschafft einen Ball aus Flammen, mit dem es seinen Gegner blendet und in Schach hält. Und ich muss sagen, die Starter aus Schwert und Schild, die waren für mich eine Enttäuschung, weil alle nur ein Element hatten. Memmion. Es ist extrem vorsichtig. Wenn sich ein Kampf nicht vermeiden lässt, greift es erst an, nachdem es sich getarnt hat. Blackleon. Es ist hochintelligent, aber zugleich lustlos und faul. Daher verteidigt es sein Revier, indem es Fallen ausstellt. Inteleon. Es präsentiert sich gern gesittet, aber im Herzen ist und bleibt es ein Faulpelz.
lässt sein Trainer es aus den Augen, gönnt es sich eine Auszeit. So, wir sind am Ende angekommen. Windewoge. Es ähnelt einer Illustration aus einer esoterischen Zeitschrift, die ein urzeitliches Suikun abbildet. Eisenblatt. Einigen wenigen Augenzeugen berichten zufolge hat dieses Pokémon mit seinen leuchtenden Schwertern riesige Bäume und Felsen zerkleinert. Ja, mehr habe ich nicht. Die müssen wir uns erst noch verdienen. Nein, ich will nicht gucken, was das hier jetzt ist. Tja, Belohnungen müssen wir uns noch holen. Ah, ja, okay, ich verstehe. Entwicklungsgegenstände. Mhm. Was soll ich denn damit? Es gibt im ganzen Spiel kein Ultra-Pokémon.